Folge Nummer 65 von Oxygen Not Included. Ja, wir sind auf dem Weg, den ersten Transformator hier hinzukriegen. Ja, müssen wir mal gucken, ne, dass das was wird. Ich weiß nicht, baut da schon einer dran jetzt oder nicht? Ich glaube noch nicht eher, ne? Ich gehe fast von aus, dass die Prio auch nicht so hoch ist. Doch, die ist auf 9, wow. Dann schauen wir mal, was da so wird. Die laufen überall hin, ich weiß auch nicht wo. Okay, da werden noch Leitungen fertig gebaut, das ist sehr gut. Die Gasleitungen, die dann den Rest hier mit rein steuern. Ah, hier kommen wir gar nicht rein, sehe ich gerade, wegen Dingsterbumster. Sag schon, abgeschlossen, ne? Achso, das... Wieso ist da jetzt gerade nicht möglich? Die Tür ist doch nicht verriegelt, oder? Wir werden sehen. Ja, hier ist nicht so viel Platz drin, ne? Was falsch gemacht oder so? Keine Ahnung. Hier ist auch schon ganz viel... sag schon, Erdgas mit drin, ne? Ist auch nicht gut. Jetzt sollten wir hier mal absaugen. Na, hier ist es auch nicht toll. Hier sind schon ganz viele drin, ne? Also wir wollen ja auch noch weiter ausbauen vielleicht. Hier ist ja schon eine Möglichkeit. Gegeben eigentlich, ne? Oder? Müsste mal einer da weiterbauen. So, die sind aber alle rausmarschiert wieder. Und der nächste kommt schon. Bird zieht sich gerade einen Anzug an. Und dann kommen noch Barney. Aber Bird ist total am Arsch mit dem Anzug, ne? Das bringt uns auch nicht so wirklich weiter. Da ist Barney ein bisschen schneller unterwegs. Ja, schon überholt, ne? Wenigstens rutscht er schnell, ne? Ist nur die Frage, was hier passiert. Okay, das Wasser rutscht da runter. Na, das hat ja jetzt viel gebracht, ne? Ein Ding ins Bird hat es noch nicht mal hochgeschafft, glaube ich, kann das sein. Hammer. Mann, die läuft nochmal hoch. Ich weiß jetzt nicht, warum die zurückgelaufen ist. Ach, hat die gerade Material geholt oder so? Das könnte natürlich sein. Er hat auch Material geholt. Wird es gleich unterwegs verlieren wahrscheinlich. Weil, ne, klappt ja doch nicht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir hier unten nicht die Türen alle auflassen können. Weil, ist ja so ein Bereich, ne, wo es keine Rolle spielt, was hier gerade so ist, oder? Da müssen wir mal überlegen, genau, oder? Da ist gebaut, die Brücke wird gebaut. Und dann wird da auch noch was gebaut. Das bedeutet jetzt nur noch hier. Aber hier ist irgendwie kein Eingang. Öffnen. Auto. Auto ist. Wieso geht da keiner rein? Wieso kann da keiner hin? Sagen wir es mal so. Weil diese Tür zu ist und... Hä? Das ist jetzt komisch, oder? Also ich zerlege die jetzt einfach hier mal. Und dann machen wir den Klotz ein bisschen höher. Ich glaube, den da oben zerlegen wir auch noch. Und setzen eine Tür höher rein. Die laufen da unten lang. Ah, jetzt wird schon Eisen gebracht für den Transformator. Und wird auch schon gebaut. Sehr gut. Ja, da müssen wir gucken, dass wir die Leitung noch haben. Strom war hier. Starkstromkabel. Warte mal, dieses Kabel ist bis 4 kW, ne? Ne, bis 1 kW. Und das nächste war... Das Kabel war bis 4 kW... Ne, 2 kW. Das hier ist bis 20 kW. Ja, gute Frage, wie wir das hinkriegen, ne? Das war mit der Platte und sowas dann zu bauen hier, ne? Kann man das drehen? Ja, kann man drehen. Könnte man dann auch direkt anschließen, ne? Aber das ist, glaube ich, überdimensioniert da. Statt
Starkes Leiterkabel hat 50 kW, okay. Und das Leiterkabel hier hat 2 kW. Ich glaube, wir müssen das erst nehmen. Aber das können wir nicht, weil was fehlt? Veredeltes Metall fehlt. Ach, guck mal an, der ist schon fertig. Ja, dann müssen wir jetzt mal gerade checken, was wir da tun. Nochmal Stromleitung. Weil die haben wir ja hier. Ja, nützt nichts. Wir müssen da jetzt gucken. Also der begrenzt ja auf 1000, ne, oder? Ne, auf 4 kW begrenzt der, okay. Ja, dann bedeutet das, wir müssen erstmal Eisen produzieren. Hier, oder hier, hier. Aber ist schon alles da. Prio ist auch auf 9, aber was fehlt? Warte auf Kühlmittel, warte auf Materialien. Wieso wartet er auf Kühlmittel? Wieso ist denn da kein Wasser dran? Da wird abtransportiert, da hinten wird hintransportiert. Der Tank ist wohl leer. Und das kommt von hier. Haben wir hier die Brücke falsch sitzen? Kann das sein? Ja, die Brücke sitzt falsch. Shit. Aber wo kommt sie überhaupt her? Von hier. Ne, warte mal, das geht hier rein, geht runter, geht rein. Ne, die Brücke sitzt schon doch richtig. Weil hier geht es ja da direkt rein, da geht es runter und dann, das passt schon. Aber warum wird hier kein, geht hier in den Dingens nichts rein? Hier geht nichts hoch. Und von hier kommt nichts, weil da nichts ist. Doch, die Pumpe ist doch da. Wieso kann die Pumpe nicht funktionieren? Maschine ausgeschaltet, sehr cool. Okay, deswegen gibt es ja kein Wasser. Dann müssen wir die sofort wieder aktivieren. Mache ich auch gleich auf 9, muss schnell gehen. Hier wird auch nicht gemacht. Aber rein kann man dann, ne, oder? Schaffen die darüber? Ja, die schaffen darüber, oder? Gut, hier. Achso, das war die Kohlendioxid-Geschichte für die Backus, die wir nicht mehr haben, die schon tot sind. Ja, super, oder? Wir produzieren auf jeden Fall hier genug an Strom. Die Batterie ist jetzt voll. Das ist unser größtes Problem, dass wir da jetzt nichts abholen. Ja, dafür müssen wir das haben. Dafür muss das hier kommen. Kein Strom. Ah, jetzt kommt Strom. Damit fließt jetzt da was rein. Und das fließt gleich durch und auch da ins Kühlmittel rein. Da kommt das erste. Okay. Das bedeutet, es kann gleich hier gearbeitet werden. Würde ich hoffen. Aber hier muss ja auch was gehen, ne? Ja, ist doch auch an. Ach so, der ist auf niedrig. Dann lass mal auf 6 stellen. Vielleicht passiert da auch mal was. Wo läuft er hin? Da. Ja, das wird noch alles spannend. Nahrungsmangel 5,7 haben wir. So, da wurde jetzt das erste Mal drauf gekloppt, aber geht nicht mehr, weil kein Strom mehr da ist. Strom ist nicht da, weil da unten die Batterie nicht angeschlossen wird. Ah, das ist doch ein Kreislauf, ey. Er läuft doch, der Otto. Hm. Frischer Matsch da oben gegessen. Oder frittierter Matsch, nicht frischer Matsch. Hier läuft ja einiges, ne? Kommt denn der Strom weg? Okay, da wird jetzt gerade was geklopft, das ist schon mal gut.
Ist die Frage, was da rauskommt. Hier liegt schon Goldamagan oder was steht da? Aber das ist natürlich der Beste in der Hinsicht, ne? Hungrig und hält die Luft an. Das ist schon wieder schlecht, ne? Eisenerz geliefert, gut. Hier geht's ja auch weiter. Ah, jetzt ist Kühlmittel durch. Travaldo macht da auch schon weiter. Das ist sehr gut. Jetzt ist kein Strom mehr da. Läuft, oder? Die Produktion für den Strom ist hier unten, ey. Sollten wir hier noch was machen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir können da noch einen Transformator vielleicht auch bauen, ne? Aber der geht wahrscheinlich nicht, oder? Oh, doch, würde sogar noch gehen. Ich denke, wir bauen hier eine Batterie hin und noch einen Transformator. Zack. Ja, die intelligente Batterie können wir auch wieder nicht leisten. Ja, müssen wir gucken. Hier muss eine Batterie definitiv noch hin. Das wird spannend, ne? Ganz spannend wird das. Ich weiß aber nicht, wie spannend das wird. Müssen wir mal gucken. Er läuft da im Rad. Der wacht. Da ist die Batterie aber auch leer. Hier ist kein Strom, jetzt ist hier Strom. Und aber kein Wasser da. Jetzt kommt wieder die Pumpe mit Wasser. Wir müssen unbedingt den zweiten Kreislauf, der von unten kommt, mit dem Wasser nochmal klären. Warum kommt da kein Wasser hoch? Warum kommt hier kein Wasser hoch? Der kommt von hier. Hier steht das Wasser ja drinne. Aber hier wird nicht abgezweigt. Da müssen wir das irgendwie ändern, dass abgezweigt wird, oder? Wie sehe ich das? Irgendwie habe ich das verpeilt. Dann müssen wir mal gucken, wie das mit dem mit der Wasserbrücke funktioniert, ne? Rohrbrücke. Irgendwie muss die Rohrbrücke dahin. Ich glaube so. Das Rohr zerlegen wir gerade mal. Und wenn wir jetzt mal nass werden, aber ist ja auch egal, oder? Und das Zerlegen sollten wir vielleicht auf Stufe 9 machen, oder sehe ich das falsch? Dann die Rohrbrücke müssen wir dahin basteln. Die machen wir aber auch auf Stufe 9. Gedreht. So, und dann da so hin. Und wie war das jetzt mit dem Teil, dass man das dann da richtig macht mit dem Rohr? War das dann so? Ich glaube ja, ne? Und das haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig gemacht. Rohrbrücke auf 9, Rohr ist auch auf 9. Ne, passt. So, jetzt muss das einer nur schnell basteln, ne? Läuft auch schon. Welches Rohr wurde jetzt gemacht? Keins. Wäre ja gut geklappt, oder? Kriegen wir das noch hin? Ja, jetzt. Die Rohrbrücke ist fertig. Und das andere? Klappt nicht. So, ist fertig, aber es läuft nichts durch. Oder? Nee, irgendwas ist falsch. Irgendwas klappt da nicht. Irgendwas ist da falsch. Zerlege ich das Rohr nochmal, weil das bringt ja nichts.
Das Rohr zerlegen müssen wir aber priorisieren wahrscheinlich, ja. So, das haben wir jetzt so gebaut. Noch auf 9. Gucken wir mal, ob so rumklappt, ne? Hier ist auch schon ganz viel Wasser reingeflossen. Toll gelaufen, ne? Okay. Ja, wisch doch, dann kriegst du keine nassen Füße, ne? So, das hat leider auch nicht funktioniert. Doch, jetzt funktioniert's. Jetzt haben wir es doch mal richtig geschafft, ne? So, dann kriegen wir hier oben auch mehr Wasser hin. So, jetzt ist die Frage, wie weit ist es für hier unten mit den Leiterkabeln? Strom. Leiterkabel passt. Mit dem Gebäude mit Stromquellen. Maximale Energiezwecke. Meine du bekannten Bezogen das Aussehen von Leiterkabeln gegenüber normalen Kabeln. So, jetzt würde das bedeuten, ich würde das so basteln und ich würde das so basteln. So, und dann würde ich das so basteln. Und hier würde ich das so basteln, dass hier irgendwo eine Batterie hinkommt. Können wir die schon bauen? Ne, die geht noch nicht. Na, dann sind wir aber so weit, dass das hier klappen könnte. Aber Prior setzen wir mal gerade auf 9. Ah, ist schon auf 9, sehr gut. Aber warum, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Hier wird ja auch nichts mehr gebaut. Ist gerade Schlafenzeit wahrscheinlich, ne? Ja, genau so ist es. Ne, doch nicht. Irgendwer schläft zwar, aber der hat Nachtschicht, der Harold oder so. Hat sich hier was getan? Ich glaube nicht, oder? Doch, hier unten, Gossmann. Gossmann, was machen wir mit dir? Wir brauchen für das... Ach so, ich dachte, diese Reihe müsste dann auch dazu. Gossmann kann auf jeden Fall was tun. Mechatronik, aber wir werden, glaube ich, besser bedient, wenn der auch noch einen Anzug ankriegt dann. Mechatronik müsste einer machen, aber da sind wir mit zwei anderen Leuten schon unterwegs in die Richtung. Grillen ist einer. Also hier oben ist alles besetzt. Hier auch. Hier ist auch gut. Hier ist auch jemand. Hier unten sind reichlich. Da verbesserte Tragfähigkeit ist jetzt das Ding, damit wir da vorankommen. Hier, das muss einer von den beiden machen, die hier dann die beiden Fähigkeiten haben. Wir setzen ihn dazu. Und Harold hat tatsächlich schon die nächste Stufe, aber Harold hat auch schon 3-. Da müsste man eigentlich erstmal was runterschrubben, damit Harold wieder glücklich wird, ne? Der macht bestimmt schon wieder Stress, oder? Nein, noch nicht. Ja, da müssen wir mal gucken, dass es hier fertig wird, oder? Wenn das fertig ist, müssen wir hier die Stromleitung kappen. Das wird schon spannend, oder? Sauerstoff gibt's hier. Wie ist es mit dem Wasser jetzt? Kurz mal gucken. Er läuft ohne Ende in diesen Tank rein. Und das läuft wiederum auch in die Maschine jetzt. Also das ist schon mal am Laufen. Kommt das Wasser denn weg? Sollte man nochmal das Overlay anmachen, damit man sieht, wo es wegkommt. Von der Pumpe da unten? Ne, aus diesem Tank. Von einem Tank zum anderen. Und dieser Tank wird eigentlich von hier bestückt. Aber die Pumpe ist nicht aktiv. Und der ist hier auch nicht aktiv. Aber der geht ja hier hin, ne? Warte mal. Vertue ich mich da jetzt? Nein, ne? Wo ist denn der Tank? So, der ist der Eingang. Der Tank ist hier der Eingang. Kommt von hier. So, hier kommt das schmutzige Wasser und soll dann da auch hin, okay? Aber da kommt gerade nichts. Hier ist auch irgendwie ein Stau. Ah, hier ist kein Strom, deswegen geht das nicht, okay. Dann wollen wir da nicht weiter drüber reden erstmal und warten. Oh, da gibt es ein neues Blaupäuschen. 3 Leuchtnymphen, Eier. Ja, ist das Einzige, was wir nehmen können. Und die nehmen wir auch und müssen gucken, wo wir die hinbringen, ne?
Aber hier nicht hin. Wenn die jetzt hier rumfliegen, fliegen die überall hin. Die werden ausschlüpfen, ne? Nehmen wir mal den Aufräumbefehl. Weiß zwar nicht, ob das dann nachher besser ist, aber liegt da noch mehr? Salzwasser ist da auch noch. Na dann, lass das erstmal so. So, passiert hier was? Hier unten ist keiner am Laufen. Doch, da kommt Ari. Aber Ari geht erstmal hier irgendwo hin. Holt Wasser. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben. Genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.